Hi, ich bin hier wieder mit Julian Hanses, Formel 3 Rennfahrer. Und was die wenigsten ja wissen, ist, dass in der Formel 3 im Gegensatz zu Formel 1, Formel 2 habt ihr in den Autos keine Bremskraftverstärker. Ne? Was bedeutet das genau? Keine Bremskraftverstärker, keine Servolenkung. Das heißt, alle Kräfte, die ausgewirkt werden, müssen durch den Fahrer eingehalten werden. Also die Fahrer das heißt, müssen. Du musst mit deiner Körperkraft das Auto 1:1 runterbremsen. Ja, runterbremsen, lenken. Power spielt also eine riesige Rolle. Ja, auf jeden Fall. Beinpower. Ja. Was sind deine zwei Lieblingsübungen für Beinpower? Skips feiere ich. Aha. Und kontinuierliche Bounce. Lass mal mit den Skips anfangen. Okay, einfach. Ich fülle mal von hier. Dann können wir dich sehen. Und dann gib mal Gas. Alright. Worauf achtest du dabei? Dass die Landung relativ soft ist, aber ja, diese Explosivität, wie die Beine hochkommen, so maximal wie möglich ist. Also in dem Moment, wo du den Boden berührst, gehst du sofort wieder hoch. Richtig Drive drin haben. Bam. Ja. Ja, und zwischendurch relativ lange Pause, oder? Ja. Ja, wir hatten da mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass Explosivkrafttraining gar nicht anstrengend sein sollte. Nee. Ne? Weil sonst ist ja Konditionstraining, sondern Explosivkrafttraining, da geht es darum, das, was man macht, mit extremster Explosivität zu tun. Maximalen Drive, den man drauf hat. Alles, was drin ist für den Tag. Auch wenn du 5 Minuten regenerieren musst. Aber maximal Rekord brechen. Dem ganzen Ding. Direkt bam. Genau, dann machst du so, du hast jetzt ja 5, 6, 7 Sprünge gemacht. Genau. 1-2 Minuten Pause dazwischen. Bist du jetzt wieder ready für den nächsten Satz? Ja. Ja, können wir den nächsten Satz machen. Vollgas, alright, noch einmal. Alright. Wir hatten ja damals über Muhammad Ali ein bisschen gesprochen. Genau. Muhammad Ali hat ja diesen geilen Spruch gehabt: Float like a butterfly, sting like a bee. Ja, float like a butterfly, sting like a bee. So schweben wie ein Schmetterling. Das bedeutet entspannt sein, wenn man gerade nichts macht. Aber wenn dann die Übung kommt oder wenn der Bodenkontakt kommt, boom, dann muss man zustechen. Ja, genau. Du hast doch gesagt, kontinuierliche Bounce, noch eine Lieblingsübung von dir? Ja, genau. Da hast du ja jetzt nicht mehr den Bodenkontakt mit beiden Füßen, sondern nur mit einem. Braucht also ein bisschen mehr Power aus jedem einzelnen Bein. Genau. Dann gucken wir mal, ob wir es draufkriegen. Okay. Genau, du achtest jetzt auch dabei wieder drauf. Kurzer Bodenkontakt, genau, explosiv nach vorne fliegen. Ja. Das Bein nach hinten auch wegdrücken. Saubere Landung. Genau. Bei vielen Leuten ist es so, LKW warten, okay, jetzt. Die Explosivität ist gut, aber das Aufkommen ist halt extrem wichtig, weil du kannst halt sehr schnell deine Gelenke überansprechen damit. Ja, genau. Vor allem bei den Bounce ist ein Ding, worauf man achten muss, ist, man darf nicht zu weit mit dem Fuß nach vorne rauskommen. Also man sollte nicht vor den Körperschwerpunkt kommen. Man sollte lieber gucken, dass man mit dem Fuß unter dem Körper landet. Also nach hinten wegdrücken und unter dem Körper landen. Also hinten lang. Genau. Vorne kurz, hinten lang, Fukuhila, ne? Fukuhila-Style, die Bounce, lass uns doch einmal machen. Fukuhila-Style, nach hinten wegdrücken, Füße kommen unterm Körper auf. Auf geht's. Genau, super. Alright. Also, kontinuierliche Bounce, Skips, float like a butterfly, sting like a bee. Bis später. Ciao, ciao. Achso, wir machen jetzt noch ein paar Bergsprints, oder? Ja, okay. Oh yeah.